So, meine lieben Zuschauer, da sind wir heute wieder on air und wollen doch mal beobachten, was der DAX so treibt während der kommenden Minuten. Wir sehen hier den DAX wieder in der üblichen Beschau. Links der Stundenchart, der ist jetzt hier aktuell von Interesse. Und was auffällt, ist, dann machen wir uns das Bild gleich mal groß, dass der DAX hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend seit dem 22. Januar durchbrochen hat. Aber erstmal Grüße an dieser Stelle zum JFD Live Trading TV. Wird gleich spannend an diesem Chart mit großer Sicherheit, denn Sie werden es wissen, in Kürze kommen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgütern. Das ist durchaus eine Indikation aus den USA, wo die Marktteilnehmer Wert drauf legen. Es wird hier mit einem Plus, mit einer Zunahme gerechnet, nachdem es zuvor ein Minus gab. Wir werden hier in knapp 3, 4 Minuten die News erhalten, aber zuvor wollen wir uns eben den DAX mal hier anschauen. Und da wird eben deutlich, dass wir hier den Aufwärtstrend gebrochen haben. Und hier in der Morgenindikation und diesen Hochs, die wir auch hier im gestrigen Abendhandel gesehen haben, dass wir hier uns deutlich davon verabschiedet haben. Was allerdings auffällt, ist die Tatsache, dass wenn wir hier das Hoch, das Intraday-Hoch vom 23. und hier auch so ein Intraday-Tief vom 26. nehmen und dies hier als Unterstützungslinie eigentlich definieren konnten, wirkt sich diese nunmehr als Resistant, als Widerstandslevel aus. Und das ist ein ganz interessanter Punkt für den Fall, dass der DAX ja nun doch auf den Trichter kommen sollte, einen Pullback zu starten. Dann wäre das hier kurzfristig durchaus ein interessantes Level im Bereich 10.705 Punkten, um hier ein mögliches Short-Engagement kurzfristig zu suchen. Kurzfristig, wohlbemerkt. Denn wir hatten den DAX auch vor kurzem erst im Fokus und da ging es eben darum, dass der Index selbst ja grundsätzlich bullisch ausgerichtet ist. Niveaus von 10.850 Punkten wurden schon hier visualisiert. Das hatten wir auch hier im Tageschart damals sehr schön dargestellt. Ich zeige es Ihnen gerne nochmal. Ich lade das gerade mal hoch. Den DAX Daily. Genau. Warum 10.850? Das haben wir jetzt nahezu punktuell erreicht in der Indikation, weil eben hier das 138er Fibonacci-Level zu finden ist, des Aufwärtsimpulses vom Oktober bis zum Dezember. Das passt natürlich nie so genau, aber hier im Sinne der Harmonie, im Sinne der goldenen oder des goldenen Schnitts hier eine hervorragende Abarbeitung des Kurs-Preisziels vom DAX. Wollen wir mal sehen, was passiert. Wir haben noch knapp 2 Minuten, dann geht's los. Im eigenen Stream hatte ich vorhin auch noch eine Position zum Western Loyal Yen, die entwickelt sich gerade auch ganz gut. Wollen wir noch kurz auf den Rainbow schauen. Hier die Trading-Struktur. Wir sehen, Intraday hat sich der DAX schon hier im 5-Minuten-Chart deutlich ins Negative gedreht. Hier im 15-Minuten-Chart sehen wir zwar auch noch eine grundsätzlich positive Struktur, aber der DAX kippt hier deutlich in den klassischen Rainbow rein, hier in die großen trägen gleitenden Durchschnitte. Und das ist per se jetzt schon kein gutes Bild. Das deutet schon darauf hin, dass man hier ja unter Umständen weitere Tiefs erwarten darf. Auf Tages- und Stundenebene ist der DAX natürlich hier vollends noch im Aufwärtstrend und es sollte eher dazu führen, dass man hier Rücksetzer nutzt, um in den Markt einzusteigen. Mal abwarten, wie das gleich aussieht. Hier, wie gesagt, im M5 eine klar kurzfristige Struktur. Wir haben auch hier 205 Punkte absolviert in der Indikation, 250 im Schnitt die Tendenz, die wir hier erwarten können. Also dürfte durchaus noch was kommen. Wenn wir, wie gesagt, jetzt hier nach unten noch weiter wegbrechen, dann widmen wir uns jetzt nochmal dem Stundenchart. Wird es nämlich interessant hier in den tieferen Regionen. So. Und das soll heißen, grundsätzlich hat der DAX jetzt hier Potenzial, bis zu diesem Level um knapp 10.600 Punkten zurückzufallen. Auch hier haben wir wieder im Intraday-Bereich eine kleine Unterstützung. Eine ganz signifikante Unterstützung ist allerdings hier das Niveau von rund 10.500 Punkten. Mal abwarten, was passiert. Die letzten Sekunden laufen, die News kommen gleich rein. Und da wollen wir mal sehen, wie die denn hier aufgenommen werden vom DAX. So, gleich geht's los. So, die Wolle zieht an. Da sind sie auch schon. Kurze Orientierung. Irgendwo ist der Dollar schnippt ein Stück weit hoch. Und DAX bislang jetzt noch nicht wirklich so regungsaktiv. Müssen wohl jetzt erstmal verdaut werden. Die Daten. Aber DAX grundsätzliches Abwärtspotenzial weiter in Richtung Süden.
10.600 ist eine schöne Marke, um hier auf einen möglichen Rebound zu setzen. Das sieht ganz interessant aus. So, jetzt warte ich mal gleich auf die Daten, die jetzt hier jede Sekunde reinkommen müssten. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Im Grunde genommen aktuell Euro leicht stärker. Ansonsten jetzt hier noch wieder ruhiges Verhalten, auch beim DAX. Hier keine wilden Ausschläge. Also momentan hier kein Grund zur großen Bewegung. Sehen wir auch hier im 5-Minuten-Chart. Da ist hier die Lage aktuell ruhig. So. Insofern hier jetzt aktuell wenig Action. Hätte man fast gar nicht erwartet, aber der Markt scheint hier weiter im ja, ruhigen Modus zu verweilen und insofern muss man die Tendenzen nehmen, die man da hat. Es deutet sich praktisch eine weitere Schwäche an beim DAX. Das kann man unbestritten sagen. Und da widmen wir uns jetzt gleich auch mal der Stundentendenz mit der Prognose. Und das sagte ich eben schon im Ansatz. DAX jetzt noch schwächer Richtung Tagestief. Sollte auch weiter nach unten führen. Hier dient das Niveau von 10.600 Punkten, bietet eine erste Haltezone. Da abwarten, was passiert. Sehen wir hier Divergenzen, sehen wir hier einen Hammer, sehen wir hier eine mögliche Stabilisierungstendenz. Dann könnte der DAX von diesem Level ausgehend schon wieder nach oben drehen. Ansonsten wäre durchaus Luft, hier in den Bereich 10.5 zu fallen. Die Daten übrigens an dieser Stelle Auftragseingänge sind hier mit minus 3,4% reingekommen. Erwartet wurden plus 0,6%, also ganz klar schlechter. Das führt auch dazu, dass der DAX jetzt hier endlich mal jetzt den Weg nach unten einschlägt. Im Umkehrschluss Euro-US-Dollar steigt. Und insofern eine ganz, ganz spannende Situation derzeit. Wie gesagt, 10.600 das erste Ziel, 10.500 im Sinne einer Ausdehnung das zweite. Können auch ganz kurz den Trade beleuchten, den wir hier im Guidance Stream kurzerhand aufgerufen hatten zuvor. Und zwar ist das der Trade US-Dollar gegenüber japanisch Yen Short. Als kleine Ergänzung, der läuft gerade in den erwarteten Gewinn. Wir wollen doch mal sehen, wie weit es hier bei reicht. Da ist er. Im 5-Minuten-Chart Intervall gab es hier die Option, wir sind jetzt hier deutlich nach unten gedreht. In Kürze wird der Stop-Loss automatisch auf Break-Even nachgezogen, aber ein Teilverkauf ist unter Umständen durchzuführen, da wir hier langsam schon am Ende der Daily Range sind. Hier im Schnitt 120 Pips roundabout, wir sind schon 110 Pips gelaufen. Da kann natürlich jetzt noch einen guten Spike nach unten machen. Grundsätzlich die Rainbow-Tendenz, die wir uns jetzt mal hier schön aufzeigen, ist nach unten aufgefächert im 5-Minuten-Chart. Also insofern eine ganz, ganz interessante Geschichte. Der DAX, wie gesagt, weiter jetzt im Rückzugsmodus. Euro stark gegenüber dem US-Dollar, britisch Pfund jetzt auch wieder stärker etabliert. US-Dollar schwach, ganz klar. Die Daten sind schwach reingekommen und insofern hier alles richtig gemacht. US-Dollar ist hier im Short-Modus unterwegs und der DAX dürfte hier entsprechend auch weiter nach unten kippen. Die US-Indizes in der vorbörslichen Indikation jetzt auch deutlich im Minus. Also hier ist durchaus der Test 10.6/10.5 mit Blick auf die nächsten Tage zu erwarten und da wird es dann spannend. Würde mich freuen, liebe Zuschauer, wenn wir das nochmal aufrollen. Dann vielleicht schon morgen, was der DAX in diesen Bereichen macht, aber hier auf jeden Fall schöne Unterstützungszonen, um dann wieder nach oben aufzudrehen. Wir werden es beobachten. Ich sage Ihnen erstmal danke fürs Einschalten und verbleibe gegebenenfalls bis später oder aber natürlich spätestens bis morgen. In diesem Sinne, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.